Zwei Monate haben sie gesammelt. Am Montag war es endlich soweit. Mehr als 42.000 Unterschriften haben Vertreter der Volksinitiative Hochschulen erhalten, beim Landtagspräsidenten abgegeben. Das ist ein ganz deutliches Zeichen an die Landespolitik. Vielen, vielen Dank nochmal bei allen, die uns unterstützt haben, bei allen Wählerinnen und Wählern, die unterzeichnet haben und die uns auch aus ganz Brandenburg ihre Unterstützungsunterschriften zugesendet haben. Und wir sind auf jeden Fall immer noch fest entschlossen, die Fusion zu verhindern. Heute hat sich der Wissenschafts- und Forschungsausschuss bereits mit dem Thema beschäftigt. FDP, die Grünen, Piraten und die Linkspartei unterstützen die Volksinitiative. Als nächstes wird der Landtag nun alle Unterschriften prüfen. Wenn es dann für zulässig erklärt wird vom Landtag, die Volksinitiative, dann steht uns eine Aussprache im Wissenschaftsausschuss zu. Also die werden uns dann einladen. Wir werden dahin fahren mit unseren Vertretern, unsere Argumente vorbringen, unsere Bedenken vorbringen, die gegen die Zusammenlegung sprechen. Es ist also noch ein langer Weg, bis das Thema im Landtag behandelt wird. Doch bis dahin geht der Protest der Studenten in jedem Fall weiter. Wir müssen unbedingt weiter Demos machen, denn es ist wichtig, ein Zeichen nach Potsdam zu setzen, dass noch nichts entschieden ist und wir Cottbusser, wir Studierende, die Professoren und Mitarbeiter davon überzeugt sind, dass diese Neugründung in die falsche Richtung geht. Eine große Demonstration ist für den 14. August geplant. Ministerpräsident Matthias Platzeck ist dann in Cottbus. Das wollen die Studenten nutzen. Nächste Woche Dienstag, wenn Matthias Platzeck hier nach Cottbus kommt, starten wir hier 17 Uhr einen Demonstrationszug hinter zum Dieselkraftwerk, wo dann 18 Uhr Demonstration beginnt und dort dann, wo Matthias Platzeck dann erwartet wird und spricht, ist eine Demonstration angemeldet, wo wir nochmal ein deutliches Zeichen nach Potsdam setzen wollen. Heute wurden dafür die Protestbanner gebastelt. Ein klares Zeichen, die Studenten, Mitarbeiter und die Cottbusser kämpfen weiter für ihre Uni.